So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel in dem DFB-Pokal. Da treffen wir auf Borussia Dortmund in der zweiten Runde. Das ist schon krass, dass wir die direkt am Anfang bekommen. So. Ja, mit Sender muss ich wohl irgendwie, habe ich tatsächlich wohl den richtigen Riecher. Bewiesen. Das heißt, ja, ist ganz schlecht auf alle Fälle. Einige Elfmeter gehalten, drei jetzt in den letzten fünf Elfmeter gehalten. An dem einen war er sogar noch dran. Musiala, warum auch immer ein schwaches Spiel, weil er hat ein Tor gemacht. Er ist eingewechselt worden, ist ein Treffer gemacht. Und jetzt treffen wir auf Borussia Dortmund. So, Kututu möchte spielen. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Einen Verteidiger muss ich opfern. Frage, war mal klar, die war die große Frage, welcher, ne? Gut, starten wir ins Match. Es geht auch so ein bisschen um die Ehre, DFB-Pokal. Klar, den wollen wir natürlich gewinnen. Wir sind Titelverteidiger, wir wollen weiterkommen gegen Borussia Dortmund. Das ist ganz klar. Aber einfach wird's nicht. Auf geht's. So. Gut, gehen wir rein. Ins Match. Fliegen wir heute raus, ist es so. Kommen wir heute weiter, wäre es cool. Eine Begegnung für Sie im Angebot, die wohl kaum interessanter, die wohl kaum reizvoller sein könnte. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favorit. Die Gäste müssen das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ich habe mich entschieden, okay, aber die Favoritenrolle hat. Stefan Sanz, die Nummer 20. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Wäre die Aufstellung gerade durchgelaufen. Wir haben mal die Kututsche neu auf der Bank. Musa Kone probiert es einfach mal. Ja, mal gucken, was passiert. Wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ich brauche auf jeden Fall hinten links und rechts nochmal zwei Leute. Das hat Paris ganz eindrucksvoll gezeigt. Und auch die Hertha hat uns die Probleme aufgezeigt. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Emre Can steht mit Aaron Ramsey auf den zentralen Positionen. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Na dann, auf geht's. DFB-Pokal, Runde 2. Schon so früh das Top-Duell mit Borussia Dortmund. Ein Revier könnte sich heute auf jeden Fall verabschieden. Die Frage ist, welcher? Das könnte vielleicht was werden.
Richter. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Richter! Marco, jetzt die Möglichkeit. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Könnte die Führung werden. Richter! Also, na, die Schalker machen direkt am Anfang schon den Druck. Die wollen hier schon mal zeigen, wie er am Haus ist. Erste Situation. Sommer, der erstmal abschlagen darf. Die Schalker wollen es auf jeden Fall, wie gesagt, wissen heute. 150 Spiele hat er jetzt schon auf der Trainerbank absolviert. Buschi, ein Ende ist natürlich noch lange nicht in Sicht. Nein, man merkt ihm an, dass er Spaß am Job hat. Der ist noch lange nicht müde. Brandt. Man spürt Brandt gegen Akpoguma, den hat er erstmal abgelaufen. Taktische Konzepte. Das ist auch das Rezept für eine lange Karriere. Für eine Karriere, in der es für ihn, so wie ich glaube, noch einige Meilensteine geben wird. Ha! Macht er ihn! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Bitte nicht irgendwie jetzt. Bitte nicht wieder schon 11 Meter verursachen. Das wäre die Katastrophe. Brandt. Becker, Entschuldigung. Kolasinac. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Klasse Pass jetzt. Hervorragend dazu. Ja, jetzt macht aber auch Dortmund ein bisschen mit. Die wollen natürlich jetzt auch wieder ein bisschen was ihre Aufgaben machen. Kolasinac. Das könnte heute ein richtig gutes Spiel werden. Jawohl, Wolf. Die beiden freuen mich immer. Die gehören in puncto Offensive, für mich zumindest, zur absoluten Elite. Da oben, der vorne den Ball. Ramsey. Voller Einsatz. Becker. Also nochmal gerade so geblockt. Also die Schalker wollen natürlich auch ein bisschen was machen. Jetzt kommt auch momentan Dortmund ein bisschen mehr nach vorne. Kolasinac. Paulinho. Alario. Schöner Ball, diesmal kein Abseits. Der Ozun. Passt. 0-1. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1-0. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der schöner Ball da vorne rein. Der wartet, wartet und macht, guckt, was macht der Sommer, legt den leicht rüber. Und dann steht es 1-0. Yes! Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. Kein Foul übrigens bei the way. Paulinho. Ah, da kommt keiner mit, der Paulinho jetzt mal. Hat ein bisschen Platz, Paulinho. Oder Lario. Das sind die gefährlichen Bälle. Keiner Absatz, 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 Haaland. Ja. Wieder der Großsohn. Ja, die Schalker kommen jetzt ein bisschen zu sehr über die Außenbahn. Im Moment gerade beide Seiten weiter außen kommen jetzt. Weil gefühlt mehr über den Großsohn geht. Pablo. Also, von Hals ja gut den Becker da wegdreht. Dann Abseits, oder? Nö, kein Abseits. Das darf jetzt nicht passieren. Das war dann doch zu schwach. Da müsste mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Er spielt den Verteidiger aus. Pablo Fornals. Gute Chance für eine Flanke. Wir sind zu Haaland. Alario. Alario, ja. Becker.
Becker! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Und dann ist Pause. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Kein guter Auftritt von ihm. Ja, ein bisschen viel im Abseits gewesen in Holland. Doch nicht wirklich rein. Kurz mal auf die Zwischenende nehmen. Gucken. Merli, Bremen gegen Köln 1:0. Magdeburg, Leverkusen unentschieden. Und 60 gegen Mainz. Liegt 0-1. Oder steht 0-1. Und die Schalke führen hier gegen Dortmund 1:0. Der zweite Spielabschnitt. Bislang läuft es nicht für den BVB. Man liegt hin. Aber was kann noch passieren? Emre Can. Telles, der jetzt mal drei Mann stehen lässt auf der Außenbahn. Und jetzt macht es dann immer Kolasinac, der sagt dann immer, das ist mir gerade zu viel, was du da vorne fabrizierst. So, die kurze Variante. Jadon Sancho. Sancho. Pablo Fornals. Emre Can. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Mal über Marco Richter. Ja, in München natürlich. Dann kriegst du direkt beide hintereinander. Und natürlich auch wieder mit Wolf Christoph Fuß und Frank Buschmann. Und natürlich der Wechsel. Jetzt hat Brandt geht jetzt raus, von dem nichts zu sehen ist. Und er versucht es mit einem Wechsel. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Lazar. Ah! Alario. Ne, Richter war es, Entschuldigung. Den hätte er besser müssen, treffen müssen. Aber es war gut gelöst da von außen. Von Lazza mal. Odriozola. Nikola Vlasic. Dortmund über außen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Glück gehabt. Jetzt kommen die Schalker. Versuchen zumindest. Sancho. Dortmund verliert den Ball. Glatzer. Dortmunds nächste Aufgabe ist, ja, es geht gegen den FC Augsburg. Also Dortmund die leichtere Aufgabe, die Schalker eher nicht so. Die treffen nämlich auf die Bayern. Telles, der kommt nicht hin, damit haben die Schalker den Ball. Nochmal so eine Flanke, Del Rosun kommt nicht hin. Pablo. 70. Minute, noch 20. So, jetzt. Paulinho. Richter. Der das Tempo jetzt anziehen kann, weil er ein bisschen Platz kriegt. Das ist der Rose. 2-0. 73. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird rein. Ja, Richter kommt einmal ein bisschen mit Tempo wieder durch. Sommer bleibt in seinem Kasten. Odriozola verliert im Zweikampf. Und der Rose und haut ihn einfach rein und ja, 2-0. Doppelpack. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. So, dann kann man jetzt manchmal ein bisschen wechseln. Wechseln wir jetzt durch. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So, einfach mal die drei Jungs runternehmen. Dortmund sollte eigentlich jetzt hoffentlich bezwungen sein. Vielleicht kriegen wir mit ein bisschen nochmal neuen Zug. Was heißt? Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Na, ein bisschen haben wir noch. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie bekommen den Einwurf.
Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Marco Richter. Ja, ich dachte, da kommt einer, der geht mit. Ja, es gibt den Freistoß für die Schalker. Ja, gelb. Wahrscheinlich für den Dortmunder. René. Nee, Reyna, Entschuldigung. Reyna. Fast das gleiche. Und dann hier. Savic. Und das wäre hier die absolute Entscheidung gewesen. Das 3-0. Vorne jetzt die Balleroberung. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ecke. Gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Und noch eine Ecke. Kulasina schon zu raus. Da kommt die Ecke. Feierabend. Super Kopfball. 3-0. Schalke steht in Runde 3. Stefan Savic. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und der hat schon den Ball davor und ziemlich gefährlich gesetzt. Jetzt kriegt und der zweite passt dann am Ende. Perfekt. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und beim Stand von 3-0 kurz vor Schluss wagen wir schon mal einen kleinen Ausblick, Buschi. Ja, nächster Gegner ist uns hier. Bayern München. Geil. In der Liga noch hinterher. Nach Dortmund und sehr selbstbewusst in dieses Duell gehen. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Musiala! Der fast sogar hier noch das vierte hinterher setzt. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Ist aber dann in dem Moment einfach nicht tragisch. Diesmal tut es nicht weh, weil man ist durch. Und gewinnt dieses Revier Derby. Zweite Derby zu Hause gewinnt man mit 3-0. Also, wer sich hier durchsetzen würde, das stand eigentlich schon länger fest. Sie hatten dieses Duell im Griff, waren stark auf. Holland überhaupt nicht zu sehen. Ich glaube, ein oder zwei Mal im Abseits gestanden, das war es dann aber auch. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also, überragend. Total überzeugt und das nicht nur in der beiden Klasse. Also, De Rose Doppelpack und Stefan Savic schon der 86. Musiala hätte sogar noch das vierte machen können. Aber Hauptsache, man steht in der nächsten Runde. Könnte was werden, guter Pass. Steil gespielt, gute Idee. Der muss da drin sein. Tor für die Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1-0. So, dann haben wir's. Magdeburg, ja, unterliegt Leverkusen, Köln raus, Dortmund auch raus in der zweiten Runde schon. Und in dem nächsten Spiel haben wir die Bayern, dann können wir uns da vielleicht sogar ein bisschen absetzen, das sind ja auch schon 5 Punkte, also wir haben noch 10. Spieltag ist es dann. So. Moment, oh, Kulasinac. Moment. Ja, tut mir leid, dass ich das Angebot jetzt annehmen muss. Das ist jetzt viel Geld. 35 Millionen wollte ich haben Minimum. Das heißt, für das Geld kann ich mir nochmal was nachkaufen. In der Dings, klar, verliere ich jetzt einen Sechser. Kolasinac wird ja auch in der Realität tatsächlich den Verein verlassen. Ich muss mal gucken, wen ich dann mir verpflichte. Naja, schauen wir mal das dann in der nächsten Folge an und oder mal schauen dann an. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet, dann hier bei FIFA 21.